Und dann hatten wir noch das hier. Ron Paul, der libertäre, ultralibertäre Kandidat, der 2012 angetreten ist. Eigentlich die Nominierung hätte einsacken können, aber er hat einen Rückzieher gemacht. Mit Romney unterstützt. Und Ron Paul wollte gar nicht gewinnen, er ist gar nicht richtig angetreten. Das hat aber seinen zig Supporter nicht gesagt, die ihn dann mehrere 10 Millionen Dollar gespendet hatten. Und Ron Paul sprach sich jetzt gegen Donald Trumps Absicht aus, Strafzölle und Handelsblockaden auf chinesische Güter zu erheben. Und ich meine, das war eine Sache, wo ich Trump zustimmen muss und sage, ja, wir brauchen keine Güter aus diesem Sklavenland China, von diesen Kommunistensklaven, die da hergestellt werden. Wir müssen unsere Löhne schützen, unsere Mindeststandards schützen. Die Chinesen werden kein bisschen freier durch den Handel, der bislang gelaufen ist. Ganz im Gegenteil, die Kommunistische Partei finanziert damit ihren Unterdrückungsapparat, ihre militärische Hochrüstung. Und ja, ich meine natürlich, das Timing für Donald Trump ist natürlich dann ziemlich easy. Also jetzt, wo die Robotik kommt und die ganzen Fabriken eh wieder nach Hause kommen, also jetzt ist natürlich dann einfach, politisch zu fordern, die Produktion soll nach Hause zurückkehren. Also Trump ist jetzt nicht unbedingt mutig und ein Held, wenn er das fordert, aber er, wieder, der hat recht damit. Die Position ist soweit korrekt. Wir müssen diese chinesischen Produkte blockieren. Beziehungsweise die Produktion wieder in den Westen holen. Aber jetzt meckert Ron Paul und bringt tatsächlich libertäre Argumente zugunsten des Horrorregimes von China. Und ich meine, da sieht man mal wieder, wie krankhaft das ideologisch verzerrt wird. Also quasi aus einer Wissenschaft für die Freiheit, die leider nicht vollständig ist, also libertäres Denken ist Teil von einer freiheitlichen Wissenschaft. Aber man nimmt libertäre Argumente her, um die chinesische Sklavendiktatur zu fördern, zu rechtfertigen. Also Paul meint, der Handel ist doch so toll, es gibt deswegen keinen Krieg, Frieden durch Handel mit den mit diesen Horror-Kommis. Die Chinesen sind ja kapitalistischer als die Amerikaner inzwischen und so, und dann wahrscheinlich würde Paul noch rumsülzen von wegen, das ist ja wie im frühen Manchester-Kapitalismus. Am Anfang sind die Löhne halt noch schlecht und die Bedingungen schlecht, aber irgendwann erblüht dann irgendwie dann die Freiheit. Sorry, Ron Paul ist eine absolute Vollniete, wenn es um Außenpolitik geht. Und bringt halt immer seine libertären Sätzchen. Das hört sich toll an, aber es ist so nicht richtig. Und es ist auch so nicht machbar. Und Ron Paul ist da auf einer Linie mit Rothbard und anderen komischen Säulenheiligen der Libertären, die dann Stalin schönredeten und generell den Ostblock schönreden. In China könnte in kürzester Zeit, jetzt über Nacht, könnten 10 Billionen Dollar an Vermögen verpuffen. Also 10.000 Milliarden, quasi das ein Drittel des gesamten Volksvermögens. Und was heißt Volksvermögens? Also staatliches Vermögen. Das gehört ja eher als dem Staat eigentlich. Ein Drittel des Vermögens könnte über Nacht verpuffen. Die Kommunistische Partei spielt jetzt aber noch höher auf Risiko. Auf Pump kauft man im Ausland alles an Firmen auf, was man kriegen kann. Die holen sich die Technologie, weil sie wissen, dass der Krieg kommt. Oder dass zumindest ein kalter Krieg kommt.